Hallo und herzlich willkommen beim Piratencast der Piraten Dresden. Ja, heute ist der 31. Januar, das heißt, es war gestern wieder Stadtrat gewesen und uns ist ein relativ großer Stein vom Herzen gefallen. Und zwar haben wir eine Resolution zum Klimaschutz verabschiedet, die in großen Teilen einfach den von uns initiierten Antrag vom Klimanotstand enthält. Aber Martin, warum heißt das Ding nicht mehr Klimanotstand? Tja, weil wir dieses Wort leider opfern mussten, um die CDU mit dem Boot zu haben. Denn ansonsten hätten wir gar keinen Beschluss gehabt. Aber vielleicht mal von Anfang an. Wir haben ja im Sommer einen Eilantrag in Stadtrat eingebracht mit der SPD zusammen. Und das Ziel von diesem Eilantrag war immer gewesen, eine gesellschaftliche Diskussion zu haben. Haben wir offenkundig gehabt, Fridays for Future Demos, Scientists for Future, Parents for Future und so weiter und so fort. Und eine Diskussion in den Parteien zu haben. Und das haben wir auch gehabt. Die Grünen haben es auf dem Parteitag diskutiert, die Linke hat es auf dem Parteitag diskutiert, dazu einen Beschluss gemacht, nämlich den Klimanotstand auszurufen. Und die CDU hat es auch diskutiert. Und jetzt haben wir ein Maßnahmenpaket, was wirklich weit über das hinausgeht, was in anderen Städten beschlossen worden ist, wo einfach nur Klimanotstand und gut. So. Mhm. Geld soll es im Haushalt geben und die Verwaltung und der OB wird sozusagen jetzt verpflichtet, Klimaschutz nicht mehr als Kann-Aufgabe, also wenn es mal passt, sondern halt sie müssen es jetzt tun. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Erfolg, auch wenn es jetzt leider nicht Klimanotstand heißt. Genau, aber das ist ja erstmal ein erster Anfang. Gibt es denn schon weitere Maßnahmen, die uns so vorschweben? Naja, wir haben jetzt ein Maßnahmenpaket beschlossen. Da steht unter anderem auch drin, die Verwaltung soll zusammen mit den städtischen Eigenbetrieben, aber auch mit den gesellschaftlichen Playern. Ja, also das ist Fridays for Future, Extinction Rebellion, Scientists for Future, BUND wahrscheinlich, ADFC und so, sich überlegen, wie wir die Klimawende, Verkehrswende hier in Dresden schnell umsetzen können, denn das Ziel in dem Antrag, leider steht auch nicht mehr 2035 drin, Klimaneutralität, aber es steht drin, weit vor 2050, so, und ich würde das mal interpretieren, zusammen mit dem 1,5 Grad Ziel, was auch festgeschrieben ist, das heißt eigentlich 2035. Jetzt müssen die ganzen Organisationen auf die Stadt zugehen, die Stadt muss auf die Organisation zugehen und dann müssen wir alle pushen. Genau, nee, ich meine, es gab ja bereits 20 Initiativen, also über 20 Initiativen, die sich halt da genau dafür stark gemacht haben, eben den Klimanotstand auszurufen. Diese 20 Initiativen haben ja sicherlich jetzt auch das Interesse, das weiter zu verfolgen und weiter einfach zu pushen. Ja, natürlich. Also wir hatten im Vorfeld auch viele, viele, viele Gespräche. Mhm. Ich meine, ich stehe ja in Kontakt auch mit vielen Leuten und genau das war die Frage. Beharren wir jetzt drauf, Klimanotstand als großes Symbol auszurufen, kriegen dann aber vielleicht nichts. Und die meisten, XR sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber die meisten haben gesagt, nee, lass uns lieber jetzt dieses Paket nehmen, da gehen wir jetzt gemeinsam auf den Weg. Und eigentlich fängt die Arbeit von Fridays und Scientists und Parents jetzt erst an. Und halt jetzt auch müssen wir nämlich jetzt wirklich bei jeder Entscheidung, im Antrag steht, der beschlossen wurde, bei jeder Entscheidung ist Klimaschutz als oberste Priorität anzuwenden. Ja, auch jetzt geht es ja noch weiter und zwar im Stadtrat wurde ja auch schon mal jetzt der Zellsche Weg behandelt, wo es halt darum ging, nehmen wir jetzt praktisch Platz von anderen Verkehrsteilnehmerinnen und von Anwohnenden praktisch weg für eine breitere Autospur. Oder lassen wir das? Und hier hat sich jetzt Gott sei Dank eingestellt, dass der Zellsche Weg nicht überdimensioniert gebaut wird, richtig? Naja, ich möchte ein differenzierteres Bild sagen. Mhm. Das, was beschlossen ist 2016, ist überdimensioniert. Mhm. Aber das, was die FDP und die CDU wollten, ist Wahnsinn. Ja? Weil sie wollten sozusagen neben die zwei Bahnspuren nochmal rechts und links zwei Autospuren machen. Und das geht nur, wenn ich den Slupfwall wegbagger. Das kostet 7 Millionen. Oder ich muss die Straße quasi in die Mensa reinschieben. So, dann macht die Straße so einen Bogen und kostet auch mehrere Millionen mehr. Dauert 1, 2, 3 Jahre länger. Und wir müssen länger auf die Straßenbahn warten, die halt der Ersatz für die 61 ist. So gesehen, es war eine heiße Kiste. Ne? Also 35, OB war es, Zünglein an der Waage. Also knapp. Aber CDU, FDP, wirklich absoluten Retro-Freaks. Also das kann man gar nicht verstehen.
mit denen kann man wirklich Verkehrswende noch nicht mal in Ansätzen machen. Ja, und ich glaube, die beiden Spuren sind ja auch trotzdem überdimensioniert und überbreit, ja. Ich habe dann überdimensioniert einfach nur eloquent übernommen. Genau, also sind ja auch überbreit. Und ist dem Stadtrat denn bekannt, wie viele Autos da langfahren ungefähr pro Tag? Es sind jetzt so 22.000 Autos, kann man nachgucken. Vielleicht sind es auch noch 24.000, ich weiß es nicht. Aber Verkehrsmengenkarte Dresden googeln und oder über einen Themenstadtplan gehen, das geht auch. Da kann man genau sehen, wie viele Autos da jetzt langfahren. Der wichtige Punkt ist, vor 15 Jahren fuhren dort 35.000 Autos, also viel, viel mehr. Dafür hätte man wirklich vier Spuren gebraucht. Mittlerweile haben wir die A17, mittlerweile fahren weniger Leute mit dem Auto. Also man braucht auch vier Spuren rein technisch nicht. In der Tat steht im Regelwerk, das ist die RAST 06, also die Richtlinie zur Anlage für Stadtstraßen, steht drin, dass man ab ungefähr 23.000 Autos über vierspurig nachdenken kann. Aber wir sind jetzt schon drunter und es wird sicherlich in den nächsten Jahren weiter runtergehen. Also das, was jetzt beschlossen ist, was auch schon mal vor 3-4 Jahren beschlossen war, nämlich zwei überbreite Fahrspuren, ist für den Autoverkehr völlig okay. Wer die Diskussion nochmal nachhören will, einfach bei Suchmaschine eingeben, Dresden Stream Stadtrat, dann müsste eigentlich sofort die Aufzeichnung kommen. Ja, hier steht noch Gaslaternen auf deinem Zettel. Es geht darum, irgendwelche Gaslaternen in Striesen zu erhalten, wie ich gerade erfahren habe. Naja, also das Thema Gaslaternen in Striesen, das geht schon seit 10 Jahren mindestens rauf und runter. Es gibt dort eine Bürgerinitiative, einen Verein, der sich sehr, sehr stark für den Erhalt einsetzt. Und die Stadtverwaltung möchte eigentlich gerne die Gaslaternen durch moderne Laternen ersetzen. Jetzt hat man so eine Art Kompromiss gefunden mit LEDs in Gaskandelabern, heißen die. Mhm. Aber dem Verein ist das noch nicht genug und die hatten also noch Änderungswünsche. Und da habe ich mich daran erinnert, was in unserem Wahlprogramm steht, dass wir als Piraten natürlich auch Sachen von draußen in den Stadtrat tragen. Mhm. Weil ich fand, das Anliegen des Vereins, ob ich das jetzt teile oder nicht, ist sei dahingestellt, das Anliegen sollte auf jeden Fall im Stadtrat behandelt werden. Und so habe ich es dann gemacht. Ergänzungsantrag wurde dann drüber diskutiert, wurde auch angenommen. Mhm. Und jetzt wird geprüft, ob man nicht noch Gaslaternen irgendwie neu aufstellen kann. Mhm. Aber, da sind wir jetzt wieder vorher mit dem Klimaschutz, wenn wir gerade beschlossen haben, dass wir jede Entscheidung unter dem Aspekt Klimaschutz sehen, dann wird es jetzt leider, mir blutet das Herz, aber dann wird es jetzt leider für die Gaslaternen enge, weil eine Gaslaterne verbraucht eine Tonne CO2 im Jahr und so eine LED irgendwie 20 Kilo. Also von daher, wenn wir den Beschluss zum Klimaschutz, wenn wir den ernst nehmen, dann muss aus der Prüfung jetzt leider rauskommen, dass die Gaslaternen wegkommen. Aber ich habe zumindest das Anliegen des Vereins in den Stadtrat getragen. Ja, also vielleicht gibt es ja irgendwie noch krasse Möglichkeiten, die noch keiner bedacht hatte. Ja, also Biogas aus der Kläranlage, keine Ahnung. Zumindest ja, Power to Gas und dann damit Licht machen. Ja, vielleicht, warum auch nicht. Wer weiß. Zumindest, hier steht noch Frauen in Führungsposition. Wir merken, wir haben hier innerhalb der Piraten auf jeden Fall leider ein Problem. Mit zu wenig Frauen hat das auch der Stadtrat in Führungsposition oder die Unternehmen, die städtischen Unternehmen? Das ist eine Farce. Ich erkläre es mal in 3 Sätzen. Mhm. Also die Linke hatte einen Antrag aus 2 Punkten, nämlich A, die Stadt soll feststellen, in welchen städtischen Unternehmen oder Abteilungen es ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gibt, besonders in Führungspositionen. Und B, soll sich mal überlegen, was man dagegen tut. Mhm. Und der Stadtrat durch die weise Entscheidung von Freien Wählern, AfD, FDP und CDU hat diesen 2. Punkt nicht gewollt. Also, der Stadtrat hat gestern beauftragt, der Oberbürgermeister soll mal rausfinden, warum es zu wenig Frauen in Führungspositionen gibt, hat sich aber dediziert dafür entschieden, nichts dagegen zu tun.
Ist das nicht toll? Also der rechte Block, der funktioniert wirklich wunderbar. Also es ist eine interessante Herangehensweise. Ja, wir wollen wissen, warum das so ist, damit wir es vielleicht auch erhalten können. Oder was ist der Gedanke? Ja, also das ist völlig absurd. Aber das war der letzte Punkt und dann war es schon 10 nach 10 und dann sind wir nach Hause gegangen. Also alles in allem, Klimanotstand nicht bekommen, aber das Maßnahmenpaket Zellische Weg, den krassen Irrsinn von FDP, CDU abgewendet. Eigentlich war es gestern ein ganz guter Tag. Ja, und nach Hause gehen wir noch wir jetzt. Also nicht real, aber zumindest hier aus dem Stream raus, aus dem weiten Internet heraus. Bitte spendet doch vielleicht an die Piraten Dresden oder Neustadt Piraten. Dieses Mikrofon hier gehört nicht uns, nein, und auch die Kamera da nicht. Das würden wir uns gerne leisten können. Deshalb spendet doch mal an die Piraten Dresden. Dann einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Ciao, ciao.